Ja. Och nee. Jetzt ist auch Lini noch eingeschlafen. Ausgerechnet jetzt. Die schläft wie ein Stein. Ja, stimmt. Normalerweise schläft sie um die Uhrzeit gar nicht. Aber sie war doch gestern bei der Oma zum Übernachten. Wollten wir ja mal ausprobieren. Ja, ich glaube, die beiden haben kein Auge zugemacht. Nee, ich hole jetzt einen Einkaufswagen und dann wecke ich sie. Ja klar, Torben war begeistert. Der erste Abend zu zweit hatten wir ja noch nie. Er hat sogar extra Coq au Vin gemacht, stell dir mal vor. Ja, er kann richtig gut kochen. Ach, warte mal. Och nee, Mist. Du, ich muss schnell rein. Geld wechseln für den Einkaufswagen. Ich melde mich morgen bei dir, okay? Gut. Tschüss. Tut mir leid, wurde ihr Auto gestohlen. Ist weg! Meine Tochter ist da noch drin! So, fertig! Wie kannst du jetzt schon fertig sein? Ja, weil ich immer gleich alles erledige und nicht wochenlang stapel. Tä-tä-tä-tä! Ach nee. Der Artikel über Alex drin? Ja, klar. Aber ich habe noch nicht gelesen. Ja, Entschuldigung, ich darf ja wohl mal als Erste, ne? Aus der Serie Frauen stehen ihren Mann. Heute mit den Waffen einer Frau. Hauptkommissarin Alexandra Rietz packt aus. Na komm schon, lies vor. Ich glaube, es geht los. Eine Stunde lang habe ich der Journalistin von meinen spannendsten Fällen erzählt. Und was schreibt die? Bei meinem Job ist man immer im Einsatz, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, erklärt die attraktive Kommissarin. Deswegen ist Alexandra Rietz auch mit ihrem Job verheiratet und ignoriert das laute Ticken ihrer biologischen Uhr. So hast du es aber nicht erzählt, oder? Ja, natürlich habe ich dir das nicht erzählt. Ich habe erzählt, dass ich einen Fulltime-Job habe und dass ich Single bin, aber nicht sowas. Kommt von euch einer mit? Wohin? Überfall auf eine Tankstelle. Nicht viel passiert, aber wir sollen trotzdem vorbeikommen. Ich bin dabei. Besser als Ablage machen. Alex, und schmeiß den Artikel ja nicht weg. Ich möchte ihn noch lesen, ja? Das kann ich dir nicht versprechen. Echt, ich glaube, ich spinne. Alex, jetzt entspann dich, Mann. Du weißt doch, wie Journalisten sind. Ja, die versuchen, ihre Leser bei irgendwas Persönliches zu catchen. Bietzka 11? Ja. Kurz anders. Alles klar. Ja, machen wir. Komm. Wir müssen los. Auf dem Parkplatz vom Supermarkt in der Jahnstraße ist ein Wagen entwendet worden. Und in dem Wagen saß ein 5-jähriges Mädchen. Komm. Nicht wegschmeißen. Tag. Bitte tun Sie doch was. Stehen Sie nicht einfach so rum. Frau Berthold? Meine Tochter ist 5 Jahre alt. Frau Berthold? Wir sind von der Kripo, vom KL Fritz Ritter. Wir wissen, dass Sie Ihre Tochter vermissen. Jetzt bleiben Sie erstmal ganz ruhig. Was ist denn genau passiert? Meine Tochter ist auf dem Weg hierher eingeschlafen. Ich wollte einen schnellen Einkaufswagen holen und sie reinsetzen. Aber ich hatte kein Kleingeld und bin reingegangen, um Geld zu wechseln. Und ich schwöre Ihnen, ich war da höchstens 2 Minuten drin. Und als ich wieder rauskam, war das Auto weg. Einfach weg! Verstehen Sie? Ich verzeih mir das nie, wenn hier was passiert. Beruhigen Sie sich. Wir werden Ihre Tochter finden, okay? War der Wagen abgeschlossen? Nein. Ich habe auch noch den Schlüssel stecken lassen. Das ist alles meine Schuld. Sag mal, ist die Fahne nach dem Wagen raus? Ja, das raus. Alles klar. Haben Sie ein Foto von Lilly dabei? Das habe ich Ihren Kollegen schon gegeben. Danke. Überwachungskamera sehe ich auf den ersten Blick keine. Wahrscheinlich wurden sie beobachtet, dass sie den Wagen nicht abgeschlossen haben. Mich hat nicht irgendjemand beobachtet.
Das war ganz sicherlich Lukas. Wer ist Lukas? Mein Ex-Mann. Und wie kommen Sie darauf, dass er das war? Weil ich das alleinige Sorgerecht habe und er das einfach nicht akzeptieren will. Und warum haben Sie das alleinige Sorgerecht? Er hat mich. Er hat mich während unserer Ehe misshandelt. Hat er Ihrer Tochter auch was angetan? Nein, er würde nie wieder was tun. Aber Sie glauben, dass er Sie entführt hat? Ja. Ich habe seit ein paar Wochen einen neuen Freund. Und Lukas kommt einfach nicht damit klar, dass es einen anderen Mann in Lillys Leben gibt. Ich habe so Angst, dass er sie mitnimmt. Mitnimmt? Lukas hat Verwandte in Russland. Ich habe Angst, dass er die dorthin mitnehmen will. Sie müssen mir mein Kind zurückbringen, verstehen Sie? Sie müssen es zurückbringen! Ist ja klar, dass die Mutter völlig fertig ist. Stell mal vor, dein Kind ist auf einmal weg. Hoffen wir mal, dass die Kleine hier ist, ey. Ja. Ja, hier ist es, Berthold. Ausgeflogen? Herr Berthold? Ja? Ah. Kripo, Rietz Ritter. Kripo? Ist etwas passiert? Wir würden uns mal ganz gerne in Ihrer Wohnung umsehen. Wieso? Der Wagen Ihrer Frau ist auf einem Parkplatz gestohlen worden. In dem Auto saß Ihre Tochter. Was? Lilly ist weg? Herr Berthold, jetzt mal ganz ehrlich. Waren Sie das? Haben Sie Ihre Tochter entführt? Ich? Nein! Hat Annika Ihnen das erzählt? Oh, die redet nur Mist. Sie hat mir doch meine Lilly weggenommen. Ich habe sie seit 2 Wochen nicht mehr gesehen. Wofür brauchen Sie denn das Kinderbett, sagt er? Das ist nicht für Lilly. Ach, benutzen Sie das oder was? Wir wollen jetzt Ihre Wohnung sehen. Nicht hier. Wenn sie nicht hier ist, dann haben sie ja nichts zu befürchten. Alex, kommst du mal? Wo ist Ihre Tochter? Ich weiß es nicht. Herr Berthold, Sie haben doch das Zimmer schon eingerichtet. Das ist nicht Lillys Zimmer. Jetzt hören Sie mal zu, ja? Das ist nicht Lillys Zimmer. Meine Lebensgefährtin zieht ihr nächste Woche ein, und zwar zusammen mit ihrer Tochter, Sarah. Sie ist 7 Jahre alt und das hier wird ihr Zimmer. Das sollen wir Ihnen glauben? Wo ist Lilly? Ich weiß es nicht. Aber klar glauben Sie nur meiner Ex. Die kann ja machen, was sie will. Und ich schub sie nur einmal. Und schon bin ich der böse Schlägertyp, den man nicht einmal auf seine eigene Tochter loslassen darf. Ja, wir haben schon gehört, dass Sie ein Problem damit haben, dass Ihre Ex einen neuen hat und dass der Kontakt zu Ihrer Tochter hat. Ja, klar bin ich nicht begeistert. Und deswegen entführen Sie Ihre Tochter? Das stimmt doch gar nicht. Wo waren Sie denn heute gegen 17 Uhr? Seit heute Mittag war ich in der Stadt unterwegs und habe Besorgung gemacht. Um 5 war ich vermutlich im Baumarkt. In welchem? Im Baumarkt in der Siegesstraße. Bitte, Lilly ist nicht hier. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist, ehrlich. Bitte, Sie müssen sie finden. Der Ex-Mann ist raus. Als das Mädchen verschwunden ist, war er im Baumarkt und hat Farbe gekauft. Hier, das Bild der Überwachungskamera. Gute Nachrichten sind das nicht. Ich hatte gehofft, dass die Kleine bei ihrem Vater ist. Ja, ein liebender Vater als Entführer wäre mir auch lieber gewesen als... Ja. Digga, für das alte Scheißteil kriegen wir sicher nicht mehr viel. Tja,
Scheiß drauf. Jetzt pack doch mal das scheiß Ding da weg. Reg dich ab, Alter. Was soll denn passieren, Mann? Mann, ich hab keinen Bock, dass uns die Bullen gleich damit erwischen. Digga, Johnny, wenn du so ein Schisskopf bist, dann setz dich doch gleich da hinten in den Babystuhl. Hey, willst du mich verarschen, oder was? Ist okay, Mann. Ich pack die Wumme in mein Waffenlager. Da ist sie sicher. International Oral Sex. Every picture I take, I pose.